Hi, hier ist Mr. Lagiol. Willkommen zu der großartigen Auswertung der Fotoaktion The Lagiol Way of Life aus dem Winter 2022-2023. Ihr habt viele Bilder eingereicht, davon haben wir 16 ausgesucht und euch zur Auswertung vergeben. Das hat ein bisschen länger gedauert, die Auswertung. Das lag nicht an euch, ihr habt da richtig schön zügig gewertet. Es lag an den Schmieden, denn wir haben dieses Mal 12 Schmieden, die eure Bilder sich angeguckt haben und diese entsprechend bewertet haben. Wir haben auch 2 neue, die mitgemacht haben. Das ist einmal der Messemal-Künstler Philippe Voisier und dann die Schmiede, die sehr traditionsreiche Schmiede Fontanil Pato. Die sind neu dazugekommen und wir sind ganz, ganz glücklich, dass so viele Schmieden mitgemacht haben. Im Sommer 2023, also in diesem Sommer, werden noch andere Bedingungen bzw. tolle Sachen mit dabei kommen, erzähle ich gleich. Und deswegen seid gespannt, wie ihr die Kunden, die Durchschnittsorte gemacht haben, bewertet haben, aber auch vor allem die Schmieden bewertet haben. Bis gleich. Bevor wir zu der Auswertung der Bilder kommen, nochmal ganz kurz ein paar Sachen zu der Community, zu der OLC-Community. Zum einen haben wir immer montags unseren Chat, unsere Lagiol-Zeit, wo wir uns austauschen, erzähle ich immer wieder in meinen Videos, und da werden auch die Karmus-Punkte an der Börse gehandelt. Ich zeige da auch Neuheiten, was demnächst zum Beispiel im nächsten Mittwoch kommen wird oder erscheinen wird. Und jetzt ist ganz neu dazu, dass wir einen Chatverlauf gespeichert haben. Das heißt also, der jeweils letzte Chat, der stattgefunden hat, die Diskussion, die Beiträge, das ist alles gespeichert und es wird entsprechend angezeigt. Dafür geht ihr auf der Seite Lagiol Zeit und dort seht ihr direkt oben einmal den Chatverlauf der Montagschats, also des letzten Montagschats, und einmal von dem letzten Brotzeit. Denn ich vermute mal, viele von euch überlegen sich, soll ich mitmachen, soll ich nicht mitmachen, worum geht es da, werde ich mit dem Video entsprechend eingeblendet oder worum geht es da? Und für diejenigen, die eben halt ein bisschen neugierig sind, um einfach mal zu gucken, was wurde da besprochen, worum ging es da in dem Chat, ist es was für mich, ist es für mich interessant, um beim nächsten Mal dabei zu sein? Dafür haben wir diesen Chatverlauf der jeweils letzten Chat-Aktion und da könnt ihr einfach reinschauen. Allerdings denkt dran, ihr müsst zuerst angemeldet sein. Das heißt also, ihr müsst euch erstmal einloggen in eurem Kundenbereich und dann könnt ihr diesen Chatverlauf sehen. Und dann könnt ihr selber entscheiden, ob es für euch Sinn macht, beim nächsten Mal dabei zu sein. Aber auch für diejenigen Kunden, die vielleicht beim nächsten Montag nicht dabei sein können, aber gerne lesen, worüber wurde da diskutiert. Auch dafür ist dieser Chatverlauf so, dass ihr natürlich nichts verpasst. Und denkt dran, auch da kann man wirklich die Neuheiten für die Woche sehen. Und es wird oft so sein, oder es ist bereits oft passiert, dass in diesem Chat die Produkte auch schon verkauft wurden. Und wenn du keine Zeit hattest, da dabei zu sein, siehst du zumindest die Fotos von den Neuheiten, die in der Woche entsprechend veröffentlicht werden, die wir noch gar nicht im Shop haben. Und du kannst uns anschreiben, sagen, hey, stopp, ich möchte genau dieses Produkt für mich haben. Und dann behalten wir das für dich und machen dann an dem Tag, wo die erscheinen, eine Rechnung für dich, sodass du es bekommst. Denn oft sind auch sehr viele Unikate dabei, die nur einmal zu haben sind, oder auch einzigartige Messer, wo die Nachbestellung sehr lange dauert. Deswegen macht das ein oder andere Mal, wenn ihr was Schönes findet, passend für euch, Sinn, das vorzubestellen. So, jetzt kommen wir zu der Fotoaktion. Erstmal ein paar grundsätzliche Sachen. Es haben jetzt wirklich einige mitgemacht oder viele mitgemacht. Wir haben davon 16 Bilder ausgesucht, die schönsten Bilder. Und die haben wir dann zusammengefasst in dem letzten Video, könnt ihr hier sehen, wo wir die Bilder vorgestellt haben und frei zur Bewertung gegeben haben. Es wird sich jetzt im Sommer 2023 einiges ändern. Und zwar zwei ganz entscheidende Sachen. Zum einen,
Es werden viele der Teilnehmer, es werden wieder aus der Menge der eingesendeten Bilder 16 herausgesucht, und es werden einige davon einen Taschenmesser umsonst bekommen. Ich arbeite gerade mit den Schmieden ein Konzept zusammen, dass die uns sponsern für diese Fotoaktion und dass die uns entsprechend Messer zur Verfügung stellen, kostenlose Messer zur Verfügung stellen, die wir natürlich auch bei der nächsten Aktion zeigen, nachdem die Bilder eingereicht wurden natürlich. Und diese Messer, wenn wir jetzt nicht für jeden einen haben sollten, oder weil die unterschiedlich sind, die werden wir verlosen. Das heißt also, es ist nicht so, dass das Bild, das die meisten Punkte oder Bewertungen hat, irgendwie ein besonderes Messer bekommt, sondern unter den 16 Teilnehmern, deren Werke wir entsprechend vorstellen, da werden die wirklich per Zufall die Messer zugeteilt, zugeordnet, so dass natürlich, wenn möglich, ich arbeite daran, wie ich schon sagte, dass alle 16 jeweils ein Taschenmesser bekommen. Sollten wir natürlich weniger bekommen als 16, dann werden die trotzdem verlost. Manche bekommen Messer, manche nicht. Und das hat dann nichts mit der Schönheit des Werkes oder des Fotos zu tun. Wichtig ist auch die zweite Sache, dass wir jetzt eine große Hilfe haben. Jemand, der uns bei der Bewertung der Bilder hilft. Das heißt also, wir haben den Profifotograf Bruno. Nochmal vielen Dank an dieser Stelle. Viele von euch kennen den. Wir haben hier auch ein Interview mit ihm gemacht, so dass man ja auch ein bisschen persönlich vielleicht mal kennenlernt. Und der Bruno, der wird uns helfen bei der Auswahl der Fotos. Das heißt also, beim nächsten Mal schickt ihr die Bilder an foto@original-lagiol.de, und die werden dann entsprechend hauptsächlich von ihm aussortiert. Und haben wir ein bisschen strengere Regel als in der vergangenen Jahren, denn jetzt denkt dran, es geht auch darum, ein kostenloses Messer zu bekommen. Zum Beispiel werden wir keine Hochkantfotos mehr annehmen. Das heißt, wer Hochkantfotos schickt, den werden wir nicht mehr berücksichtigen, weil, wie ihr hier gleich sehen werdet, da haben wir zum Beispiel ein Foto, das hochkant ist. Das wirkt bei einem Querformat des Videos einfach nicht. Es macht einfach keinen Sinn, dass wir Hochkantfotos machen, wenn meine Videos entsprechend quer sind. Und weil viele von euch das Video über den Fernseher sehen, würde man bei dem kleinen Bild einfach wirklich nichts erkennen. Deswegen ist ganz zwangsläufig wichtig, dass die Bilder Querformat haben. Denkt dran, wenn ihr die Fotos macht. Weiteres ist, dass die Fotos möglichst nicht bearbeitet werden. Das heißt also, wenn ihr an eurem Handy die Helligkeit, die Schärfe oder was auch immer einstellt und dann das Foto macht, das ist gar kein Problem. Aber eine Bearbeitung im Nachhinein werden wir dann nicht mehr akzeptieren, sofern diese natürlich sichtbar ist und wir das als solches erkennen. Aber ich glaube, der Bruno wird schon sicherlich Möglichkeiten haben zu erkennen, ob bei Foto im Nachhinein künstlich bearbeitet wurde. Denn wir möchten gerne, und das ist wichtig zu verstehen, bei dieser Aktion geht es nicht darum, ein Messer zu präsentieren, sondern es geht darum, ein Gefühl einzufangen, eine Atmosphäre einzufangen, wo das Messer sich befindet. Das heißt, es geht nicht darum, das nachher zu verfremden und nachher mit Photoshop das perfekt zu bearbeiten, zu überarbeiten und was weiß ich, was für tolle Effekte da hinein zu machen im Nachhinein, sondern es geht bei dieser The Lagiol Way of Life, also die Art des Lebens mit dem Lagiol, geht es also nicht um Künstlichkeit, sondern wirklich um Echtheit. Das heißt also, wir möchten gerne, dass ihr einen Augenblick in eurem Leben einfangt, wo ihr das Messer benutzt. Ob es jetzt im Wald ist, ob es jetzt beim Essen ist, ob ihr beim Picknick ist, im Restaurant oder in eurer Vitrine. Also, dass ihr einfach einen Moment der Freude und des Glücklichseins einfängt. Also, es geht wirklich nur um die Atmosphäre, um den Augenblick. Das ist so ein bisschen wie der Impressionismus, zum Beispiel wie der Monet, der Künstler Monet das geprägt hat. Vor ihm wurden die Bilder natürlich möglichst naturgetreu, die
gemalt und er kam mit seinen Ideen und sagte, es geht gar nicht um die, eine Kopie der Natur, sondern es geht um den Augenblick, dass man dieser Augenblick, das Licht des Augenblicks einfängt und das in einem Bild wiedergibt. Deswegen ist sein Bild auch nicht so super scharf und super präzise, sondern es geht mehr um das Licht, um die Schönheit des Augenblicks. Gut, hier geht es ja nicht um Malerei, hier geht es ja um Fotos. Deswegen möchten wir nicht, dass die Fotos nachträglich bearbeitet werden, sondern wirklich, dass ihr aus eurem Leben einen Augenblick einfängt und diese Freude, diese Leidenschaft, die ihr dabei spürt, auch mittels des Bildes weitergibt. Denkt an, ihr habt ja noch viel Zeit. Wir haben jetzt März, die nächste Aktion ist im August. Also beginnt schon mal ab und an mal schöne Fotos zu machen, wenn ihr unterwegs seid, wenn ihr einfach Lust und Laune habt, macht viele Fotos, damit irgendeine davon vielleicht mal schön ist und entsprechend den Weg hier zu uns schafft. Vor allem geht es, wie schon sagte, nochmal um die Freude. Und da sieht man wirklich, kann ich wirklich sagen, wir machen diese Aktion schon echt recht lange. Das ist, habe ich jetzt gar nicht gezählt, wie viele, aber da sind schon ein paar Aktionen, die wir gemacht haben. Man kann wirklich auf dem Fotos, da werdet ihr auch gleich sehen, die Freude sehen, die Liebe zu diesem Produkt und die Freude, die dann zum Ausdruck kommt. Und das ist wichtig für diese Aktion. Und wie schon sagte, ich werde mein Bestes machen, damit jeder von euch von den 16, also nicht alle, die Fotos einreichen, sondern von denen, die wir entsprechend aussortieren, die 16, die mitmachen, dass die alle ein Messer bekommen. Und da werde ich jetzt, auch wenn im April die Schmieden besuche, werde ich dafür kämpfen und arbeiten, dass ihr alle ein schönes Messer bekommt. Also mitmachen lohnt sich. Zudem, ihr bekommt dafür auch Karmuspunkte. Und warum ist das wichtig? Weil ich im nächsten Video, also es ist ein Mittwoch, am Sonntag werde ich ein völlig neues Konzept vorstellen, ein zusätzliches Konzept für die Karmuspunkte. Und glaub mir, ihr werdet ganz, ganz, ganz wild sein nach den Karmuspunkten und ihr werdet sammeln wie verrückt, weil das ein wahnsinns, wahnsinns tolles Konzept ist. Seid gespannt, schaut das Video am kommenden Sonntag. Am besten abonniert den Kanal, ihr bekommt dafür auch wieder Karmuspunkte und macht da hinten auch diese kleine Glocke, sodass ihr informiert seid, wenn ich das nächste Video veröffentliche. Denn nur abonnieren bedeutet nicht, dass ihr benachrichtigt werdet von YouTube, sondern erst wenn ihr auf die Glocke klickt, dann werdet ihr informiert, wenn ich das neue Video eröffne. Und das wird richtig spannend, also wirklich spannend. Schaut vorbei. Aber jetzt kommen wir wieder zurück. Es geht jetzt um die Bewertung dieser Fotos. Und hier haben wirklich die Schmiede mitgemacht. Die ein oder andere hat einen Kommentar dazu geschrieben. Das würde ich jetzt nicht bei jedem Einzelnen wiedergeben. Aber es geht einfach darum, den Schmieden geht es darum, dass das Messer im Vordergrund steht. Manche Bilder sind so, dass die sehr weit, also sehr, sehr große Landschaft zu sehen ist und das Messer sehr klein ist. Ja? Oder es geht durch die viele Sachen auf dem Foto, geht es ein bisschen verloren. Und bei dieser Aktion heißt immer noch The Lagiol Way of Life. Es geht um das Lagiol-Messer. Also, dass man wirklich das Messer sieht. Es muss nicht im Ganzen zu sehen sein. Es reicht auch, wenn vielleicht eine Silhouette zu sehen ist, ein Teil und der Griff oder die Klinge oder auch sehr schön ist nur die Biene zum Beispiel. Ja? Also wichtig ist, dass man erkennt, das ist ein Lagiol-Messer. Und da geht es darum, dass dieser Lagiol-Messer im Vordergrund steht und nicht irgendwelche Blumen oder irgendwelche Berge. Da sehe ich ja riesengroße Berge und irgendwo klein das Lagiol. Das ist nicht der Sinn der Sache. Das ist zwar wunderschön eingefangen, aber geht bitte mit dem Handy oder womit ihr auch immer geht, immer näher dran an dem an dem Messer, sodass das Messer mehr im Vordergrund steht. Zumindest ist das der Wunsch des Schmieden, damit ihr viele Punkte bekommt von den Schmieden. Das hat so keine Auswirkung. Das heißt also, es gibt da keinen Gewinner heute bei den Schmieden. Ich habe auch nicht die Punkte zusammengezählt, sondern nur den Durchschnitt bei den Bewertungen der Kunden gebildet, aber nicht als Gesamt. Bild, wenn man so möchte. Man wird schon erraten, welches Bild das ist, aber es gibt in dem Sinne ja keinen Gewinner, sondern jeder Teilnehmer ist ein Gewinner. Und deswegen spielt ja keine Rolle, wie viele Punkte man bekommt. Aber wenn ihr von den Schmieden viele Punkte bekommen wollt, ist wichtig, dass das Messer im Vordergrund steht.
Wir werden gleich sehen, das ist sehr interessant. Bei den Meisterbildern waren die Kunden und die Schmieden ziemlich uneinig. Selbst die Schmieden untereinander. Die eine hat 5 Punkte vergeben, die andere 1 Punkt. Also wirklich komplett andere Meinung. Nur bei einem Bild, da sind sie fast alle, bis auf eine Schmiede, ziemlich einig, dass das wirklich ein 5-Sterne-Bild ist. Die Kunden übrigens auch. Aber bei allen anderen Bildern sind die nicht so einig. Aber jetzt fangen wir an und schauen wir uns die Bilder an. Fangen wir mit dem Bild Nummer 1. Dieses Bild, ich erkläre jetzt mal, wie das funktioniert mit den Bewertungen. Ihr seht hier erstmal die Durchschnittsbewertungen der Kunden. Das heißt also, ich habe ganz normal einfach wie in der Schule eine Durchschnittsnote gebildet von allen Punkten, von allen Kunden zusammen. Wie eben schon wirklich eine Durchschnittsnote in der Schule. Und das hat hier die Note 1,16. Ein Stern war das niedrigste und 5 Sterne das höchste, also das schönste Bild. Und dieses Bild hat 1,16 Sterne. Von den Schmieden, da sieht ihr hier und da ein paar Lücken. Das liegt einfach daran, dass nicht alle Schmieden alle Bilder bewertet haben. Das war deshalb ziemlich viel, das ist bei 16 Bilder. Das heißt also, wir haben hier die ein oder andere Schmiede, zum Beispiel Fontanelle Pateau, La Gueule Lobrac oder eben halt La Gueule Tradition. Die haben wirklich durchgehend alle Bilder bewertet. Super schön gemacht, Dankeschön. Aber andere haben einfach nur gesagt, ich möchte nur die schönsten bewerten, haben teilweise nur 5 und 4 Sterne vergeben und gar nicht 1, 2, 3 Sterne und deswegen haben sich nur die schönsten rausgesucht. Also da habe ich natürlich jedem freigelassen, so zu bewerten, wie es natürlich für richtig hält und wie es natürlich auch Zeit hat. Das ist natürlich bei den Schmieden immer das große Problem, die Zeit. Und deswegen hat das auch so lange gedauert. Die Aktion war ja im Januar. Die Bewertung fing dann im Februar an und wir haben jetzt schon Ende März, wo ich das Video vorstelle. Also hat es ein bisschen länger gedauert, weil es wirklich mit den Schmieden ein bisschen schwierig ist, bis jeder diese Bilder bewertet. Und deswegen war ich froh, dass die überhaupt natürlich auch nur 2, 3 oder 4 Bilder bewertet haben. Deswegen schreibe ich hier an der Seite alle Schmieden, die teilgenommen haben. Aber natürlich bei manchen ist es gar keine Bewertung. Das heißt nicht, dass das Bild schlecht ist, sondern das heißt, die haben einfach dieses Bild nicht bewertet, aus welchem Grund auch immer. Ja, da kann man dann zum Beispiel sehen, Le Coq Francais hat 1 Punkt, Fontanelle Pateau 1 Punkt, La Gueule Tradition 1 Punkt, La Gueule Lobrac 2 Punkte und Gouillon Chazot 2 Sterne. Kommen wir dann zu Bild Nummer 2. Das ist ein sehr interessantes Bild, das ist der Mammut mit Mammutgriff, das und eine sehr schöne Scrimshaw-Gravur auf dem Griff. Das finde ich hier sehr schön zusammengesetzt. Hat aber 3,2 Punkte als Durchschnittsbewertung der Kunden. Und wenn man schon sieht, haben einige Schmieden das Messer mit 5 Sterne bewertet, wie zum Beispiel Claude Ozon. Andere mit 3 oder mit 4 Punkten. Also da sind die Schmieden auch recht uneinig, wie das Bild eben halt, wie das Bild empfinden. Bild Nummer 3, das ist zum Beispiel genauso wie das Bild, das danach kommt. Das ist ein im Nachhinein verfremdetes Bild. Das fanden, wie man schon sieht, die Kunden gut. Mit Note 3 ist eigentlich im Mittelfeld, ist es ganz gut. Aber auch einige Schmieden fanden das gut, zum Beispiel Le Fidèle fand das die Note 5, ne, hat vergeben, David Dauvillier hat die Note 5 vergeben, die anderen entsprechen 2, 3 oder 4. Hier fanden eben aber nicht, es gibt, also die haben geschrieben, dass es nicht diese Verfremdung schön war, sondern die Komposition. Das heißt also, hier finden die schön, dass das Messer zum Beispiel in der Mitte, das ist ja mit Mammut Backenzahn, dem Mammut Stoßzahn, ein sehr altes Material und im Hintergrund sind ja auch ebenfalls ein Mammut Backenzahn, also rechts ist ein Mammut Backenzahn, links ist auch eine Fossilie und die sind auch sehr alt, sodass praktisch diese Komposition, das heißt die Messer passen sehr, sehr gut zu den Hintergründen. Auch dieses 2020er Messer von Le Fidèle, da in der Mitte ist ja auch dieses gleiche Objekt, was im Hintergrund riesengroß ist. Das heißt also, hier ist die Komposition einfach sehr, sehr schön. Deswegen hat es einige Punkte bekommen. Aber das ist einer der Bilder,
die wir in Zukunft nicht mehr akzeptieren, denn das kann man nicht so mit der Kamera machen, sondern das ist wirklich im Nachhinein bearbeitet worden. Das war lieb gemeint hier von demjenigen, der das eingereicht hat. Ich hat auch gute Bewertungen bekommen, aber solche Bilder werden wir demnächst nicht mehr akzeptieren, weil wir natürlich irgendwo eine Grenze machen müssen. Wo ist künstlich bearbeitet? Was ist schön? Was ist nicht schön? Was lassen wir zu? Welche Maskeneffekte lassen wir zu? Welche nicht? Das wäre viel zu kompliziert. Deswegen sagen wir grundsätzlich nur normal eingefangene Bilder werden zugelassen. Wenn wir es nicht merken oder der Bruno es nicht merkt, gut, ist eben halt so. Aber ansonsten, wenn wir es merken, dann lassen wir diese Bilder dann in Zukunft nicht mehr zu. Nochmal kurz zu der Bewertung der Kunden. Hier seht ihr eine Note 3 zum Beispiel, ja, die Durchschnittsnote. Das heißt nicht, dass viele Kunden Note 3 vergeben haben, sondern es ist eine Durchschnittsnote. Das bedeutet, einige Kunden haben tatsächlich die Note 1 vergeben, einige die Note 5. Und da kommt es immer natürlich auf die Menge der Kunden. Das ist genauso wie in der Schule. Wenn einer eine Durchschnittsnote 3 hat, bedeutet nicht, dass er insgesamt nur Durchschnitt ist, sondern es kann gut sein, dass er in Mathe und Physik der Beste ist und eben halt in Deutsch und Französisch eben halt schlecht ist. Und dann die Durchschnittsnote ist 3. Und so ist es hier auch zu verstehen. Ne? Das heißt also, wir haben wirklich den Durchschnitt gebildet. Kommen wir jetzt zu dem Bild Nummer 4. Das ist auch auf der gleichen Art und Weise verfremdet worden. Wir haben hier speziell von dem gleichen Kunden zwei Bilder aufgenommen oder in die Bewertung hinein. Das werden wir in Zukunft auch nicht mehr machen. Das heißt, in Zukunft werden wir noch ein Foto pro Kunde machen. Ihr könnt natürlich mehrere Bilder einreichen. Ihr könnt ja zwei oder drei Bilder einreichen. Vielleicht auch sogar Videos, habe ich ja gesagt. 10, 15 Sekunden Videos und könnt ihr dann über die Seite wetransfer.com senden. Das geht dann bis zu 2 GB. Also die Größe spielt da keine Rolle. 2 GB ist echt schon eine Menge, dass ihr schicken könnt. Und das ist völlig kostenlos, weil per E-Mail kann man keine Videos schicken zum Beispiel. Und hier haben wir von dem einen oder anderen Kunden schon mal zwei Bilder aufgenommen. Das werden wir in Zukunft nicht mehr machen. In Zukunft werden wir ein Foto pro Kunde dann aufnehmen. Auch hier ist das ein bisschen verfremdet. Dennoch ist das hier höher bewertet. Wir haben hier, ist ein bisschen einfacher, wir haben hier nur ein Messer. Ja, bei dem Bild davor waren es 3 auf dem Foto, hier ist es nur 1. Das heißt also, hier sieht man schon direkt, das Bild wirkt besser, wird größer. Der kann alleine wirken, es geht wirklich um das Lagiol. Und auch hier haben wir diese sehr schönen Mineralien drumherum. Auf der linken Seite sogar das Mineral, das auch woraus der Griff auch gemacht wurde. Das finde ich deswegen eine sehr, sehr schöne Zusammensetzung des Bildes. Sehr, sehr schön. Und das haben auch die Schmieden entsprechend hier gesehen. Das haben wir auch hier bewertet mit 3, 2 und 4 die Note. Also sehr, sehr interessant. Die Durchschnittsnote ist 3,5. Das Bild Nummer 5. Das ist hier die Freude am Essen. Wir haben mal in dieser Aktion jetzt hier auch andere Messer zugelassen. Hatte ich ja beim letzten Mal gesagt, dass wir jetzt im Winter 2022 und 2023 auch mal andere Taschenmesser zulassen, außer Lagiol-Messer. Hier haben wir gleich zwei Bilder mit solchen Messer. Das hat sich nicht so unbedingt jetzt als lohnenswert betrachtet, zumal die meisten Schmieden, die dann auch bewerten, auch entsprechend Lagiol-Schmieden sind. Deswegen werden wir das in Zukunft wahrscheinlich das nicht mehr tun. Das heißt, die nächste Aktion, da geht es wirklich nur noch um Lagiol-Taschenmesser. So, hier haben wir also die wirklich, also hier ist einer dieser Bilder, die ich meine, das ist wirklich die reinste Freude am Benutzen des Lagiol-Messers. Wenn man sieht, wie minutiös die ganzen Schnitte sind, wie schön dekoriert die sind und dass wirklich alles damit geschnitten wurde mit dem Messer und da auch gleich auf der linken Seite praktisch auch sichtbar, dass es damit geschnitten wurde. Also es ist nicht nur als Dekoration da zu sehen, sondern damit das wurde wirklich angewendet oder benutzt, um genau diese Mahlzeit vorzubereiten. Und hier spürt man praktisch förmlich, also das geht so richtig durch
diese Freude an dem Benutzen dieses Messers. Und genau so Bilder, wo so eine Freude drüber kommt, möchte ich gerne in den zukünftigen Aktionen auch mehr haben. Hier hat der Durchschnittswerte von 3,33 und man sieht auch an den Schmieden, hier haben wir ziemlich viele Schmieden bewertet. Das heißt, viele Schmieden fanden das entsprechend ansprechend und auch schön. Das finde ich sehr gut, auch wenn es jetzt nicht so mit den höchsten Bewertungen da ist. Aber allein schon, weil es bewertet wurde, zeigt es ja, dass es auch vielen Schmieden dann entsprechend gefallen hat. Das Bild Nummer 6 ist von dem gleichen Kunden mit einem anderen Messer. Diesmal auch wieder ein bisschen anders zusammengestellt, das Essen. Aber er scheint offensichtlich wirklich jedes Mal die reinste Freude beim Essen. Das ist wirklich jedes Mal ein Kunstwerk. Auch wie er das schneidet, wie er das benutzt, alles, was er drauf macht. Also da möchte ich eigentlich schon direkt in dem Computer hier reinbeißen, in dem Foto reinbeißen. Richtig, richtig schön. Auch hier haben einige Schmieden das für mittelgut gefunden, ne? 2,4 und 3,3, also auch die Durchschnittsnote 3,12, das ist ganz, ganz okay. Das nächste Bild, das ist zum Beispiel eine schöne große Aufnahme. Das haben einige Schmieden auch gesagt. Die finden das gut, dass es so eine große Aufnahme ist. Aber das ist hochkant, das Foto. Wie gesagt, solche Bilder werden es in Zukunft nicht mehr schaffen in der Auswahl. Dennoch ist hier das Foto recht schön. Auch beim Benutzen direkt steckt in den Käse hinein. Man sieht auch hier, dass der Kunde oder die Kundin das entsprechend benutzt. Also wir haben hier auch tatsächlich einige Frauen, die mitgemacht haben. Das hier ist speziell von einer Kundin, aber auch andere Bilder kommen von der Kundin. Vielen, vielen Dank nochmal, dass auch die Damen sich hier beteiligen und ich hoffe, beim nächsten Mal im Sommer werden mehr Kundinnen sich beteiligen. Ich bin immer froh, weil sonst ist es meistens so männerdominiert. Ich sehe auch bei den Videos, da sind meistens 85% der Zuschauer Männer, zumindest der Account gehört der Männer. Ich kann ja nicht sehen, ob vielleicht das Ehepaar, beide Partner sich das Video anguckt. Aber zumindest die Accounts gehören den Männern. Das ist ja die Auswertung, die YouTube mir immer zeigt. Und sind meistens so 10-15% Damen. Das entspricht auch ungefähr hier diese Aufteilung bei den Bildern. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn noch mehr Damen wunderbare Bilder von den Lagiol-Messer einreichen, denn in unserer Kundschaft ist mehr als 15% Damen und das bin ich auch sehr, sehr froh darüber, dass es immer mehr Ladies und Damen wirklich die Freude an der Lagiol-Messe finden und den Weg dahin, sich einen zu kaufen. Auch hier haben ja eine Menge Schmieden bewertet. Man sieht, die Bewertungen der Schmieden sind höher als die Bewertungen der Kunden. Das heißt also, das spiegelt ja tatsächlich nicht der Meinung der Kunden wider. Nur 2,66 die Durchschnitt der Kunden. Und wenn man sich anguckt, der Durchschnitt der Schmieden ist eher bei 4,2 oder 3,9 zum Beispiel. Also eine ganz andere Note. Das nächste Bild ist draußen in der Natur aufgenommen worden. Hier hat er auch ein bisschen mehr Bewertungen bekommen, also den Durchschnittsnote 4. Das ist echt schon ordentlich, 4 von 5 Sterne. Das heißt also, hier haben die Kunden schon das offensichtlich als gut befunden. Auch die Schmieden finden das gut. 3, 4, 5, 5, 4. Also durchaus sehr, sehr interessantes Bild. Und das ist einer dieser Bilder, wo ich sage, das Messer steht im Mittelpunkt, sowohl farblich auch als von der Gestaltung. Hier die Sonne scheint drauf, das glänzt besonders, das hebt sich durchaus von dem Hintergrund auf ab. Deswegen trotzdem sieht man aber, dass es in der Natur ist eine Sekundeneinfang aus dem Leben eines Lagiol-Liebhabers und das finde ich echt auch wirklich wahnsinnig cool, das Foto. Sehr, sehr schön. Das Bild Nummer 9 ist mit 2,8 bewertet worden. Auch einige Schmieden haben das schön gefunden. Das Bild Nummer 10, das ist wieder so ein Hochkantfoto. Obwohl das Foto eigentlich ziemlich viel Potenzial hat, finde ich, wenn es anders gemacht wäre, weil hier steht das Messer im Vordergrund. Das heißt also, man sieht die Biene, das ist eine besondere Edition, die wir von dem Museum in Hamburg gemacht haben. Man sieht die Biene, das Messer, man ahnt und sieht, das ist ein Lagiol, das steht im Vordergrund. Also die Absicht, die Idee ist absolut super, die dahinter steht. Nur eben halt die Aufmachung ist natürlich
natürlich vielleicht nicht so ganz, ganz glücklich, dieser Hochkant. Deswegen hat er auch entsprechend nur 2,25 die Benotung der Kunden bekommen. Auch die Schmieden haben 2 bis 3 vergeben. Andere haben sich nicht so gewagt. Also ich fände es hier schön, wenn er, sagen wir mal, quer gemacht hätte und vielleicht nicht so so viel, sagen wir mal, von der Pizza, sondern vielleicht ein bisschen mehr auch daneben, weil die Pizza ist sehr unruhig im Hintergrund. Also ich würde sagen, die Absicht dahinter ist sehr, sehr gut. Die Ausführung ist vielleicht nicht so ganz optimal gewesen. Also nochmal kurz zu den Bildern. Man sieht hier im Hintergrund auch oben der ganze Name des Kunden. Man sieht auch, dass es mit dem Handy gemacht wurde. Also wir schneiden das Foto nicht. Ja, das heißt, also, wir präsentieren das Foto so, wie wir es von euch bekommen. Ja, wir nehmen gar keinen Einfluss daraus. Wir verbessern nicht die Farben, wir machen es nicht schärfer oder klarer. Wir schneiden es nicht. Das heißt, wenn du ein Bild schneiden möchtest, das ist übrigens erlaubt, das Schneiden natürlich, wenn du ein großes Foto machst und vielleicht Personen drauf sind, kannst du natürlich auch kleiner machen. Oder hier hätte man durchaus aus diesem Hochkantfoto schneiden können zu einem Querfoto. Das wäre auch möglich gewesen. Das müsst ihr machen. Also schneiden und anpassen, das ist dann natürlich eure Aufgabe. Bild Nummer 11 hat die Note, Durchschnittsnote 1,5 bekommen und noch einige Schmieden haben das bewertet. Das ist zwar auf der einen Seite sehr interessant, weil es einfach nicht so zu viel Farbe ist. Es ist schon relativ gut einfarbig, aber vielleicht dann letztlich doch ein bisschen zu einfach möglicherweise. Das Bild Nummer 12, das kam recht gut an, 3,10 die Durchschnittsbewertung der Kunden und auch die Schmieden haben mit Noten zwischen 2, 3 und 5 sogar bekommen. Virgilio Munoz hat Note 5 vergeben, er fand das vor allem sehr gut, also der Virgilio Munoz hat ja recht wenige Fotos bewertet und genau dieses Foto findet ihr mit einer der besten, weil hier einfach diese Farbenpracht da rüberkommt zum einen und dass man das Messer entsprechend benutzt, um wirklich damit also Pilze zu schneiden. Derjenige, der mir das Bild geschickt hat, hat mir 2 Bilder geschickt. Auf den zweiten kann man sehen, dass er damit auch den Pilz geschnitten hat. Ich finde auch, dass dieser Pilz ist sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, ob die lecker geschmeckt haben. Vielleicht gibst du mal ein kurzes Feedback, ob die Pilz auch wirklich super schmackhaft war. Das würde mich schon interessieren, weil er sieht ja richtig zum Reinbeißen aus. Auf jeden Fall findet der Virgilio Munoz auch, dass er sehr gut ist und gibt 5 Punkte dafür. Aber denkt dran, auch das ist ein Format, das demnächst nicht mehr zugelassen wird. Aber hier seht ihr selber, man kann es ja schneiden. Man hätte dieses Bild durchaus auf Querformat schneiden können. Bild Nummer 13. Ihr könnt euch denken, von wem das Bild stammt, hat die Note 4,07. Das ist somit praktisch das zweitbeste Foto, wenn man da das möchte, von den Bewertungen der Kunden her mit 4,07. Und auch die Schmieden haben recht uneinheitlich bewertet, man sieht. Und das ist das, was ich ja sagte. Also die Kunden fanden es richtig gut mit 4,07. Manche Schmieden haben sogar nur einen Punkt vergeben oder 2, andere wieder 5. Also da ist man sich nicht ein, das ist das, was ich sagte. Das ist zwar die Komposition sehr, sehr schön mit einem wunderbaren Himmel im Hintergrund, aber das Messer ist vorne ja ein bisschen klein. Das kommt nicht mehr so. Ich finde zwar, dass diese Lagiol Way of Life, dieser Gefühl der Freude an dem Messer, ja, gerade mit dem Stück Käse, was da ist und ein bisschen Obst, was da geschnitten wurde, genauso wie auch mit den Getränken rechts, das kommt schon rüber, ja, dass man hier wirklich Freude hat, das Messer zu benutzen und dann diese tolle Himmelserscheinung zu beobachten. Also das ist wirklich perfekt, finde ich. Aber wie schon sagte, manche Schmieden sagen ja, aber es muss ein bisschen mehr im Vordergrund das Messer sein. Das nächste Bild, Bild Nummer 14, da ist das, was ich sagte, da sind sich alle einig. Sowohl die Kunden mit einer Bewertung von 4,8, das ist die höchste Bewertung, die wir jetzt bei dieser Aktion haben. Und auch die Schmieden kann man wirklich deutlich sehen. 5, 5, 5, 5, 5, 5. Einer hat die Note 3 gegeben und die anderen wieder 5, 5, 5. Also bis auf die eine Schmiede, die es nicht bewertet hatte, David Ovelier, haben alle die Note 5 gegeben, bis auf La Gueule Tradition die Note 3. Aber da waren die sich tatsächlich fast alle einig. Das ist ein hervorragendes Foto. Ich finde es wunderbar im Hintergrund, relativ hell, so dass wirklich
nicht der Vogel super rüberkommt. Das Messer ist im Vordergrund, das ist gut zu sehen. Ist vielleicht ein bisschen einfarbig, aber das ist ja nun mal so. Aber ich finde, das alles einfach phänomenal, fantastisch passt. Und ein Vogel, das rein zufällig vielleicht da auf dem Messer kommt. Ich hoffe, er hat sich nicht geschnitten, der Vogel. Aber der Fotograf hat mir gesagt, der das eingereicht hat, das gab es keine Unfälle mit dem Vogel. Das finde ich wirklich außergewöhnlich schön. Also wirklich, wirklich schön. Es ist absolut verdient hier das Foto. Das ist gewinnt. Das nächste Foto Nummer 15, Durchschnittsbewertung 3. Auch hier fanden einige Schmieden das gut bis sehr gut, also Note 3 bis 5. Eine sehr schöne, interessante Zusammensetzung von dem Taschenmesser im Tannenbaum. Sehr, sehr interessant. Und das letzte Bild, Bild Nummer 16, mit einer Bewertung von 3,42, eine gute Bewertung. Und auch von den Schmieden her, wie man sieht, 3,15. Das ist auch so ein Messer, so ein Bild, wo die ja nicht so ganz einig sind, die Schmieden. Ne? Die eine, Clodosom, hat einen Punkt gegeben, die anderen 5, La Gueule du Barry 5. Also das ist schon eine ziemlich hohe Diskrepanz. Ich finde es persönlich auch sehr interessant, weil einfach hier so eine Art EDC-Zusammenstellung ist. Das ist praktisch so eine Art Zusammenstellung, wo ich reingreife und das alles mitnehme für den Tag. Ich vermute mal, dass der Kunde das auch hier so zusammengestellt hat und dann morgen vielleicht passend zu anderen Anzügen oder Klamotten, die er dann natürlich anzieht, dann nimmt er eine andere Zusammensetzung. Das ist auch immer schön und sehr interessant, wer diese EDC verfolgt, also Everyday Carrier, Sachen, die man jeden Tag trägt. Da gibt es ganz viele interessante Sachen. Das heißt also, das stellt man da zusammen, farblich zusammen, Portemonnaie, Uhr, Messer und was man so noch Kugelschreiber, dass man farblich zusammenpasst, das packt man zusammen, passend zu dem Anzug, Pullover oder Jacke, was man so hat, und das packt man dann da mit und da geht man raus. Das finde ich sehr interessant, wenn man so eine große Auswahl an Accessoires hat, und es gibt eine ganze Menge Kunden, die das machen. Finde ich sehr, sehr beachtenswert, und ich vermute mal, dass das hier auch so der Fall war. So, jetzt sind wir da am Ende der Bewertung. Ich hoffe, das hat euch auch Spaß gemacht zu sehen, diese Freude bei den Bildern und wie die entsprechend die Schmieden das bewertet haben, die Kunden oder ihr bewertet habt. Und ich freue mich auf die nächste Aktion im Sommer, wo ihr sicherlich ganz viele Bilder einreicht, wo es ein Messer jeweils gibt, als Belohnung für die Teilnahme, die Karmos-Punkte mit den neuen Aktionen, die ich am Sonntag vorstelle. Richtig coole Aktion, wofür ihr die Karmos-Punkte benutzen könnt, und mit unserem Bruno, der dabei ist und hilft, entsprechend auszusortieren die Bilder, und er als Profifotograf wird aber dafür natürlich beim nächsten Mal nicht mehr mit seinen Bildern teilnehmen. Ja, das ist natürlich so, man kann ja nicht die Auswahl der Bilder machen und selber Bilder einreichen und sich das selber nicht wählen oder wählen, das geht ja nicht. Das heißt also, er wird nicht mehr aktiv mit Bilder dabei sein, sondern nur helfen, die Bilder auszusortieren und die schönsten auszusuchen. Ja, vielen Dank für das Video. Denk dran, das Video zu abonnieren mit der Klinge, damit du das Video am Sonntag nicht verpasst. Bis zum nächsten Mal, dein Mr. La Gueule.